Mittwoch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, mal gucken, ob wir mit Oma reden können. Obwohl, ich glaube, wir gehen erstmal nach draußen. Vielleicht ist es besser, danach mit ihr zu sprechen. Hier müssen wir noch ein bisschen bewässern. Hier unten haben sich schon ein paar Bienen heimisch gefühlt, sehe ich gerade. Ach, die kann ich ja einsammeln. Ah, sehr schön. Was habe ich denn jetzt? Links habe ich jetzt Kartoffeln gepflanzt, glaube ich. Das heißt, ich würde jetzt hier Bohnen nochmal pflanzen. Oder, Moment, ich warte da erstmal mit. Ich hoffe... Oh, die können wir jetzt ernten. Aber er geht nicht... Also sie geht nicht dahin. Sie geht lieber da drüber und gießt. Moment, dann können wir hier auch nochmal kurz... Was eigentlich Blödsinn ist, weil wir sowieso gleich nochmal gießen müssen. Aber egal. So, die sammeln wir auch ein. Dann machen wir hier auf jeden Fall die Bohnen nochmal rein. Genau. Kann ja sein, dass irgendjemand Bohnen haben möchte. Jetzt sag mal bitte nicht, dass wir hier nichts bekommen. Noch 30 Minuten. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wollt ihr mich wirklich veräppeln? Ich brauche dieses blöde Zeug. 20 Minuten. Wie lange dauert das hier noch? Mann. Ich muss jetzt hier dumm rumstehen, weil ich jetzt nichts machen kann. Ich könnte die Zeit zwar ein bisschen... Er ist immer noch 20 Minuten. Ich würde sagen, dass wir wirklich die Zeit ein bisschen verstellen, gerade mal. Für einen kleinen Moment. Zack. Falsche Taste. Einsammeln. Okay. Sehr schön. Moment, ich stelle mal eben wieder zurück. Oh, da haben wir jetzt auch einen Wurm gefunden. Wie geil. Okay. So, dann werden wir nochmal ein Beet bauen. Wir müssen ja sowieso noch eins machen. Ja, ist jetzt eigentlich egal, ob wir das da oder da hinten hinstellen. Das stellen wir hier hin. Zack. Aufgabe erledigt. Müssen gleich auch noch mit Oma sprechen. Ja, 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 ja. Oma erfährt gleich alles. Aber wir müssen erstmal die Tulpen hier hinbauen, die hier hinpflanzen. Damit die Bienen auch genug haben. Jetzt ist die Frage, ob ich das eine Beet lieber unten hinstellen soll. Weil die ja eigentlich da Blumen haben wollen. Ne? Ich meine, drei Beete, behaupte ich mal, reichen eigentlich für einen Anfang, oder? Wobei ich eigentlich nicht nur Tulpen da drin haben möchte. Aber na gut, wir haben halt sonst nichts anderes. Ne? Objekte auswählen. Moment, mit B. Space auswählen. So. Stellen wir das runter. So. Dann machen wir hier jetzt auch Blumen hin. Zack. Und bewässern die auch nochmal eben. So, siehst du? Dauert natürlich was, bis die dann auch wieder ausgewachsen sind. Ist nun mal so. Man kann zwar den beschleunigen. Achso, wir haben doch hier. Moment. Achso, den müssen wir noch abholen. Ne? Den haben wir noch gar nicht geholt. Oma, mit dir muss ich auch sprechen, aber ich muss mal ganz kurz in den Keller. Hier. So, einsammeln. Was braucht man jetzt für das andere noch? Also, da braucht man die Erde. Genau, den Fliegenpilz, den haben wir ja. Na gut, jetzt müssen wir halt noch auf die Erde warten. Das ist zwar ein bisschen lästig, aber okay, ich meine, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich würde gerne mal versuchen... Sind das jetzt die Zauber hier? Achso, Trank auswählen, Produktionstrank. Um mehr Erzeugnisse aus einer Ernte zu gewinnen. Wir versuchen das einfach mal. Upp. So. Hat uns jetzt erstmal augenscheinlich nicht viel gebracht, aber wir gucken mal, was dann dabei rumkommt. So. Oma, ich habe gute Neuigkeiten. Grandma, the garden beds are ready. Oh, I can't thank you enough for helping me like this. I found some seeds in the bottom of a drawer you might like to plant. No. Otherwise, there's more variety down at Lena's store. Ernsthaft, Oma? Jetzt kommst du mit Dings an hier, mit Blumenkohl? Willst du mich veräppeln? A lot of folks think Shelby's an odd one. Living in the woods all on his own.
But it's hard to outlive the ones you love. And old Shelby's lost more than most. He's got a lot to teach for those willing to listen. Das ist grundsätzlich so mit älteren Leuten. Also nicht mit jedem natürlich. Nicht jeder, ja, kann einem wirklich viel beibringen oder kann einem das Richtige beibringen, sage ich mal. Aber es gibt sehr, sehr viel Wissen, was uns eben nur die älteren Generationen beibringen können. Das sollte man in der Tat nie verpassen. Weil irgendwann geht es sonst nicht mehr. So. Ach, haben wir hier noch was? Ja. Leider kein Fliegenpilz. Ich schaue hier links nochmal eben. Ah, Unkraut. Unkraut. Geh weg, Vogel. Ich brauche das Unkraut. Ah, mein Tag ist gerettet. Jetzt brauche ich nur noch ein zweites. Wahrscheinlich... Mein Tag ist aber sowas von gerettet heute. Gut, dass ich es nicht ausgesprochen habe. Ah, Unkraut! Leute, was geht ab? Ich muss das mal eben schnell in den Komposter reinschmeißen. Moment. Nee, ich will nicht zur Tulpe. Ich will da, wo ich drauf geklickt habe. Genau, Unkraut, Unkraut. Können wir nur eins herstellen. Ja, ich will nicht wissen, was das ist. Hallo, darf ich mal raus? Ich wollte nur herstellen. Vielleicht sollten wir doch mal einen zweiten Komposter machen. Ja, Spaß beiseite. Das ist so wenig Unkraut, wie ich grundsätzlich immer finde, wird das eh nichts. Moment, Mehl haben wir aber noch, ne? Das könnten wir mal eben schnell herstellen, bevor wir uns hier aufmachen. Hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht vertue. So. Okay, einmal mit dem, einmal mit der Aus... Kann man das nicht... Ah, okay. Mit der Auster würde ich es ungerne... Achso, Moment. Ungerne herstellen. Köderfisch zeigt dem jetzt nicht an, ne? Sardine? Sardine habe ich gar nicht. Wieso zeigst du mir die denn an? Habe ich auch nicht. Ich habe jetzt nur die guten bekommen, oder was? Das ist aber auch blöd, weil von denen... Ja, ist auch doof, ne? Wenn ich die verkaufe, kriege ich keine 100. Ich verkaufe sie trotzdem mal. In der Hoffnung, dass ich danach dann nicht ganz so hochwertige Sachen bekomme. Komm, wir reden nochmal. Komm. You've got a lot going on. But if you ever want some moral support, come by the Consciousness Center. Everyone there is really nice. Nee, danke schön. So sektenmäßig bin ich nicht unterwegs. Ja, hallöchen. Heute sage ich auch Bäcker zu dir. Francis gets a bit restless sometimes and wants to take the ferry over to Milkwater for some culture. He says the only culture I care about is my sourdough starter. Ja, wird er wahrscheinlich nicht ganz so unrecht haben. was nicht böse gemeint ist. Oh, hey there. Are you ready to help your neighbors reach the pinnacle? Pinnacle of what? You're funny. Everyone knows about the pinnacle. The climb to the pinnacle is the very foundation of the League of the Conscious Mind. This community is ready for some new ideas, but I'm running out of pamphlets. If you could find me some paper, I'll make sure you are rewarded. Monetarily or spiritually? Both. So, you've decided to climb the pinnacle too? What? No, Cameron just asked for some paper. I heard. For printing pamphlets, which will help spread his ideas. Don't get me wrong. Cameron's a nice guy, but I don't trust the League. And it's strange to see Angus get caught up in this. I'm sorry. I wasn't thinking about it like that. I figured. It's easier to act like everyone on the island has good intentions, right? Hey, I'll pay you for that paper too. I could always use more wrapping paper for the store. I did promise Cameron. I know, I know. Just think about it. Also ich persönlich muss es jetzt nicht unbedingt der Kirche geben. Ich bin ja, wie gesagt, da nicht so der Fan von. So diese ganzen religiösen Sektenvereine, das ist nichts für mich.
I have to say, I didn't expect a bouquet of thistles and wildflowers to look so charming. Thank you for taking time away from your grandmother to help Violet. And us, of course. Das war jetzt aber nicht böse gemeint, oder? Ja, ich habe deinen Honig leider noch nicht. Das dauert etwas. Have you met Shelby yet? He lives in the woods. He may seem a bit unusual, but he knows a lot about wild plants. Bei ihm müsste ich eigentlich auch noch mal hingehen. Oh, jetzt sind wir blau. Bei ihm müsste ich hingehen. Also ich habe wieder ein Deutsch drauf heute. What you doing, Finn? Avoiding my mom. She's mad because I accidentally locked her out of her e-reader and she had to reset it to factory settings. But she shouldn't make her password so easy to guess. Da wird ein bisschen auch recht haben, denke ich mal. A few years ago, Miss Soft tried this exchange program where we went to a Milkwater school every Friday. But the people there said I talked funny. They're the ones who talk funny. Like, where do all their R's go? So, yeah, we don't do that program anymore. Wobei man natürlich dazu sagen sollte, jeder sollte das Eigentum von anderen Leuten, achten und nicht rangehen. So, why aren't you married? Emmy, that's a very direct question. Don't you want to be married? Dad and Mom have been married forever. They've been married for 10 years, right? Like I said, forever. 10 Jahre sind doch gar nichts. Ich meine, ich bin mir gerade nicht sicher. 6 oder 7, glaube ich. Nee, 6 oder so habe ich auch hinter mir gebracht, bis ich dann nicht mehr wollte. Mom sometimes calls Cameron's consciousness center una trufa. But not when Parker or Angus are in the diner. Una trufa. Was heißt das denn? Have you been by Kai's stall? He always has interesting things to sell. Some people never leave the place where they were born. But Kai's always ready for his next adventure. Moment, Kai ist doch der Surferboy, oder? Das ist doch kein Kiosk, was er da macht. Das ist so ein spiritueller Laden irgendwie. Hi. All the small business owners here get a discount at my place. But Sophia gets a double discount. It's my way of paying her back for all the free food she makes me take. Ja gut, das verstehe ich dann natürlich. I don't tell my folks back home that I joined the League of the Conscious Mind. My mama worked all week, but she still dragged me and my brother to church every Sunday. She would not be pleased. I gather that my grandma doesn't think much of the Consciousness Center either. Yeah, well, that's Hazel. I get it. If I were her age, I wouldn't want to hear life lessons from some young newcomer either. Also die Großmutter hält da nicht viel von. Ich halt sowieso nicht viel davon. Dieser eine Typ da, der hält nicht viel davon. Also ich schätze mal, dass ich ihm das Papier gebe. Es ist ein bisschen gemein, weil ich dem einen das schon versprochen habe. Aber ja. Hey Shelby. So, why did you pick Fairhaven, Shelby? Had you ever been here before? No, not in this life at least. I was living in the city like you. Stayed too long, to say the least. Kann ich bei dir irgendwas verkaufen, was ich gerade... Ja, die Muschel, die brauche ich auf jeden Fall. Die andere... Achso, nee, die kann ich da kaufen. Moment. Doch, die anderen, die könnte ich verkaufen. Weil ich möchte den Laden ein bisschen pushen. Ich kann hier gar nicht mal pushen, oder? Nicht auf Lager. Folgendes könntest du noch verkaufen. Ja, das ist mir schon klar. Der hat sie jetzt aber nicht gelevelt dabei, ne? Das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Ist der jetzt schon auf Max oder was? Also, Fliegenpilze. Finden wir hier oben noch irgendwas? Mit ihm hatten wir ja schon gesprochen, ne? Ach nee, wegen dem Papier. Oh. Ja, okay. Aber, nee, also das klingt jetzt vielleicht gemein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch entschieden hättet. Oder vielleicht habt ihr das ja schon gespielt, wie ihr euch entschieden habt.
ob ihr das Papier dem Kirchenhaini da gegeben habt. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr. Ich vergesse die ganzen Namen hier irgendwie. Sogar von meiner heißgeliebten pinkhaarigen Freundin da. Oder ob ihr das dem, ich weiß nicht, wie er heißt, dem Juwelier da geben würdet, beziehungsweise gegeben habt. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Mich würde das echt interessieren. Dahinter war nichts mehr. Da war nur noch Friedhof und das eine. Mit ihr hat man, glaube ich, noch nicht gesprochen heute, ne? Ja. Every time I think I've finished all my patient's insurance paperwork, I find more. Our insurance system is almost bad enough to drive me out of this field. Almost. Ich bin hier immer noch so ein bisschen aufgeregt. Nee, Köder brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber mit dir reden möchte ich trotzdem nicht, dass du gleich wieder zumachst. Du hast ganz komische Zeiten. My Helena passed a few years before Sophia lost Giacomo. I try to give her the best of my catch to cook up in a diner. She's always blasting that music, but I don't mind. If it helps her to dance away her sorrows, I say all the better. So ist richtig. Wie viel haben wir denn noch von den... Kann man sich das anzeigen lassen, wie viel man hat? 7 habe ich. Ja, komm. Haben wir die überhaupt? Die haben wir gar nicht, ne? Kaufen wir mal 5. Vielleicht brauchen wir die für irgendetwas. Ich weiß es nicht. Ich wollte eigentlich nur 2 holen. Aber egal, ist nicht so schlimm. Ich meine, ne? Kann ja auch gut gebrauchen, das Geld. Lauf nicht überall gegen. Ich wollte mit dir sprechen. Have you met Violet and Sebastian? They're the sweetest kids. And way too independent, given their age. Since Gloria disappeared, I give them as much free food as they want. But I don't want to mother them too much. Seit Gloria verschwunden ist? Den Namen habe ich, glaube ich, noch nicht gehört, oder? Die hatten wir schon, ne? Ah, der Surferboy ist wieder nicht da. Da ist er doch. Hey! Hallo! Oh man, the pollen is killer today. And not in a good way. I'll be glad when it's summer and I can give my inhaler a vacation. I didn't know you had asthma. Yeah, but it's not as bad as when I was a kid. My mom used to hover over me. Hallo? Du dürft doch gerne normal mit mir reden. Aber irgendwie schon niedlich, so wegweisend, ne? Ich meine, er ist tätowiert, er hat lange Haare. Sieht ganz nett aus. Also doch, für so einen Charakter ziemlich schnuckelig. Und würde schön zu ihr passen, muss ich sagen. Und er hat das gleiche Problem wie sie. Sie hat doch auch gesagt, sie hat irgendwie Heuschnupfen. Ja, er hat Asthma. Ich weiß, aber er hat ja auch voll ein Problem. In on Hazel's farm. He and Thomas used to help her with the harvest after your grandfather passed away. She'd always tell them she didn't need any help, but they wouldn't take no for an answer. Das ist doch schön. Ich würde sagen, dass wir von dem Mehl 4 haben wir noch. Das ist so teuer, ne? Okay, wir holen noch 1. Damit wir doch 5-mal, wenn wir denn irgendwann mal dazu kommen sollten, Fischstäbchen machen können. Halt, stopp, mit der komischen Dame haben wir noch nicht gesprochen. Ich vergesse den Namen immer wieder. Also von allen, nicht nur von ihr. Oh. Hey, do you like seitan? Excuse me? Seitan, like the meat substitute? Oh, that stuff. It does taste pretty good now that you mention it. Why, have you suddenly gone vegan? No. But I was thinking maybe Thomas will stop giving me the stink eye if I sell some chickenless nuggets too. Do you care what he thinks? No way. I just don't want to lose sleep over petty drama. The real problem here is that I don't have any wheat gluten. If you and Hazel are growing wheat this spring, could I have some? For money? Haven't you heard of paying in exposure? Joking. I'll pay you, of course. If you need wheat seeds, I think Lena sells them. Kein Thema. Ich hab schon angebaut. Da müsste ich allerdings noch ein zweites eigentlich anbauen. Kann ich noch mal mit dir reden normal oder ja? I was supposed to go back home for my family's Lunar New Year dinner a few weeks ago. My mom's side makes the whole thing out of everyone coming home. But I didn't want to deal with it this year. Mhm. Und warum nicht? Das sagt sie jetzt nicht.
So, Mädel, ich brauche nochmal einen neuen Weizen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viel ich jetzt davon überhaupt habe. Nee, das ist Mehl. Moment. Ja, siehst du, ich habe nämlich... Ich nehme mal zwei mit. Obwohl ich ja extra gesagt habe, dass ich mehr Ertrag rauskriegen will. Ich bin mal gespannt, ob wir den, ja, den doppelten Ertrag vielleicht kriegen oder in Anführungszeichen nur mehr Ertrag. Da bin ich wirklich mal gespannt. So, ich glaube, ich hoffe, dass wir jetzt alle durch haben. Die Kiddies hatten wir, glaube ich, auch, ne? Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir... Ja, hier ist doch, denke ich mal, eine gute Angelstelle. Mal schauen. Oh nein, kein Rezept. Ihr seid so Idioten, ehrlich. Oh. Jetzt habe ich den Fisch an der Angel, den ich jetzt fangen wollte. Oh. Geh weg, wenn da schon ein Rezept drin ist. Oh, quick one. Ihr seid wirklich solche. That doesn't look like a fish. It's a recipe. Hurra, hurra, wir haben Reiswein. Also wir können Reiswein machen. Warum muss da eigentlich der Köder mal abgehen? Ich meine, der Köder wird ja... Wollt ihr... Das ist nicht euer Ernst jetzt. Ich meine, ich freue mich natürlich über jedes Rezept, aber ich will endlich den großen dicken Fisch haben. Der jedes Mal sofort rangeht. Oh, gotcha! Is that a ball? With a recipe inside. Bagel, okay. Können wir vielleicht irgendwo auch nochmal Fisch fangen, bitte? Ich möchte nochmal ein paar Fischstäbchen machen. Also egal, wer von den Großen als erstes anbeißt, den nehme ich. Von den Großen, habe ich gesagt. Oh, wow! Und ich hätte mal wieder lieber den Runden gehabt, aber egal. Eine Makrele. Ich glaube, mit der können wir das machen. Sag mir nicht, dass da ein Tintenfisch drin ist oder so. Das sind sogar zwei von den Viechern. Och nein! Oh, also heute ist wirklich... Ich freue mich wirklich sehr über jedes Rezept, was ich gratis bekomme. Ne? Aber da sind da noch zwei von denen drin, die ich haben möchte. Oh, wow. Da hinten ist eine Muschel. I found something. A recipe? Loco Moco. Die nehmen wir jetzt aber schnell mit. Ah, mit dir habe ich, glaube ich, noch... War ich eben im Wald? Doch, oder? Ja, meine ich doch. Wenn jetzt wieder eine Flasche kommt, ich raste hier aus. Ich raste auch. Ich will dieses Dingstier hier. Ja, genau dich. Krustentier, das wollte ich sagen. Thunfisch. Das ist schön auf der einen Seite und blöd auf der anderen Seite. Weil ich den eigentlich gerne aufsparen würde. Andererseits, wenn ich natürlich mehr davon habe. Mit dir habe ich noch nicht gesprochen. Du gehst auch irgendwie nie groß umher, ne? Ich muss dich immer hier finden. Hi. So, how long's the farm been in your family, Thomas? My dad used to come over on the ferry to work in the mine after the harvest was done for the year. One day, Hazel mentioned the land was for sale. Mom wasn't too sure about leaving our family and community back in Milkwater, but once she saw the view, she knew Dad had found something special. Oh, wir haben das Herz fast voll. Wie geil ist das denn? Mit ihm möchte ich mich auf jeden Fall gut anfreunden. Aber der erntet seine Sachen nie, ne? Das ist mir schon aufgefallen. Ah. Das sind nur kleine, die will ich nicht. Ah, wir können Blaubeeren holen. Blaubeeren, kommt her. Das sind doch immer drei Blaubeeren gewesen. Das ist natürlich... Direkt dreifach geil. Habe ich beim letzten Mal gar nicht so drauf geachtet. Oder ich habe es mitbekommen, aber nicht so richtig. Ich meine, ne? Wer mich kennt. Auch die halben Sätze sind völlig normal für mich.
Da hinten ist was Großes, oder? Na komm, ein bisschen was angeln möchte ich schon noch. Eigentlich müsste ich Holz holen, aber gut, das geht noch für die eine Sache, die ich machen wollte. Ich weiß nicht mal, was es war. Oh yeah! Jetzt alles, nur bitte nicht wieder ein Tintenfisch. Thunfisch. Thunfisch ist gut. Die sind zwar, glaube ich, auch was teurer, aber... Da sind noch zwei größere Beine. Und ich will wieder das Schalentier. Wahrscheinlich kriege ich wieder einen Thunfisch. Obwohl, so groß sind die, glaube ich, nicht. Oder sie wirken halt jetzt nur so klein, weil... Jetzt sage ich Schalentier eben, habe ich Krustentier gesagt. Was ist denn das jetzt? Na komm, beim dritten Mal den richtigen. Los. Die hören sogar auf mich. Die sind echt gut erzogen. Aber ich finde das Angeln hier auch sehr entspannt, muss ich sagen. Also das, nein, ich wusste, es ist ein teurer. Es ist nicht so dieses übliche Angeln, so, oh Gott, man weiß nicht, was dabei rumkommt. Und das dauert, ja gut, das dauert schon. Oh. Spürt meine Verzweiflung. I found something. A recipe. Was auch immer das ist. Bitte mal keine Flasche. Ich will doch nur ein paar Fische angeln. Ich will doch nur ein paar Fischstäbchen machen. Ich hatte übrigens lustigerweise heute auch Fischstäbchen. Ich weiß, sind nicht sehr gesund, aber ich liebe Fischstäbchen. Mit ganz dick fett Zitrone oben drauf geträufelt und. Oh ja! Da sind nur die Kleinen. Dann gehen wir hier. Wir haben auch schon fast wieder keine Ausdauer mehr. Das ist natürlich doof. Da sind wieder neue, aber auch nur die Kleinen. Dann gucken wir vielleicht bei uns oben an der Farm nochmal. Eigentlich wollte ich ja Holz holen. Das kann ich dann irgendwie vergessen. Oh, das triggert mich jetzt wieder, dass die so langsam ist. Das fällt mir aber auch am meisten auf, komischerweise, wenn ich hier auf diesen Stückchen laufe. Da sind auch nur die Kleinen drin. Komm, letzte Chance. Da oben, das sieht gut aus. Da ist ein größerer drin. Hier werde ich sicher keinen Tintenfisch holen. Nichts Besonderes, bitte keine Flasche diesmal. Ich will doch nur Fischstäbchen. Oh, das möchte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich wieder Lust auf Fischstäbchen. Das ist gemein. Oh yeah. Oh yeah. Ein Saugfisch. Ein am Grund lebender Fisch, der in der Nähe der Farm gefunden werden kann. Er hat einen charakteristischen Saugmund. Ein epischer Fang. Verkaufe ihn oder verwende ihn zum Kochen. Guck mal nochmal. Ah, schön, dass ich nochmal geguckt habe. Wir haben noch eine Distel. Sehr schön. Nicht so schön wie andere Blumen, aber die ist auch sehr schön. Können wir alles immer gebrauchen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So. Das heißt, ich muss allerdings noch eine Nacht warten. Ich kann jetzt noch nicht... Habe ich mit dir schon gesprochen, Oma? Ja, anscheinend ja. So, das heißt, wir gucken jetzt noch mal eben bei den Fischstäbchen. So, mit dem Thunfisch. Ich glaube, der war jetzt auch nicht so günstig, aber den nehmen wir jetzt trotzdem mal. Das ist mir jetzt... Den weiß ich nicht. Stand da irgendwas drin von wegen selten? Ein epischer Fang. Ein seltener Fang. Ein seltener Fang. Also, da habe ich jetzt ein gutes Gefühl drin. Mit dem Saugfisch irgendwie jetzt nicht so. Was haben wir denn hier? Flusskrebs ist auch ein seltener Fang. Edelkrebs. Seebarsch, epischer Fang. Ah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe, dass der noch da ist, dass wir da vielleicht mal eben... Ich muss mir meine Liste machen mit den Preisen, ganz ehrlich. Aber lauf. Lass ihn bitte bis 4 mindestens noch da sein. Und nee, lieber ein bisschen länger.
Wobei die irgendwie alle um 4 Uhr da schon wieder... Das zeitliche Segnen, wollte ich gerade sagen. Schon wieder alles schließen. Oh, warte bitte, bis ich mit dir spreche. Warte, bis ich mit dir spreche. Es bleibt doch nicht überall hängen. Verdammt. Ich bin doch noch falsch gelaufen. Warte auf mich, Bruno. Nicht abrechnen. So. So, ich mache mir jetzt einfach einen Screenshot davon. Also, der Saugfisch ist gar nicht so episch, weil damit kriegen wir gerade mal 20. Das heißt, die einzigen... Ja, die Auster und so, das ist jetzt auch nicht so... Ich meine, klar, die anderen machen viel mehr Gewinn. Den Tintenfisch würde ich nicht so gerne nehmen. Aber ich würde normalerweise sagen, dass wir die dann alle in Fischstäbchen investieren. Außer die Shrimps, die verkaufe ich. Und... Warum der episch ist, ich habe keine Ahnung. Nee, aber da ich da 100 für bekomme, es ist vielleicht nur minimal mehr. Aber, da wir gerade hier sind... Sie hat noch geöffnet. Dann kann ich doch mal eben das verkaufen, was ich sowieso schon habe. So. Oh, sehr schön. Was haben wir denn jetzt da? Nee, Sojamilch ist das. Ah, okay. Rezepte für Getränke, Gurus, Pizzabäcker. Mein erstes Kochbuch, da das so wenig ist. Spaghetti Bolognese, Nudeln. Ja, können wir wahrscheinlich nichts von machen, aber gut, für 40 nehmen wir das jetzt mal mit. Die anderen werden wir mal später holen. Neue Rezepte, sehr schön. Die anderen werden wir einfach mal später holen. Das ist, eigentlich müsste das Restaurant ja auch lecker aufhaben, ne? Ich meine, die wollen ja schließlich abends auch da was essen. Aber egal. Was haben wir hier noch? Da können wir noch mal kurz gucken. Fliegenpilze. Brauchen wir jetzt aber 6 Stück für. Ja, war ja klar. Papier müssen wir für dich noch machen. Das heißt, ja, eigentlich brauchen wir noch Holz. Das können wir jetzt in der Folge leider nicht mehr machen, glaube ich. Oder? Oder braucht man nur 1 oder 2 Holz? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Mal die Abkürzung bitte. Wie viel brauchte er? 5, ne? Einmal haben wir noch. Das heißt, wir stellen 4 her. Wir können ja, wenn wir welches brauchen, ne? Können wir dann ja. Dann haben wir 5 Stück, ist richtig, oder? Ja, 5 Stück. Die 5 braucht er auch, aber wahrscheinlich ist er jetzt eh wieder gleich nirgendwo mehr anzutreffen. Aber wir versuchen es trotzdem nochmal ganz schnell abzugeben, weil das wäre nämlich schön, dass wir dann an einem Tag alles mal eben, ne, abgeschlossen. Na gut, bis auf die Sache natürlich mit dem... Ah, Juwelier. Hatte ich mit ihr eigentlich schon gesprochen? Nee, anscheinend nicht. Die steht natürlich jetzt so dumm daneben, jetzt wo ich ihm das dann gebe. Das finde ich nicht gut. Ach nee, das war ja die vom Bürgermeister. Tell me this is about the paper. Are you giving it to me instead of Cameron? Guess who's the lucky winner of the passive-aggressive paper wars? Oh, thank you, Tara. Look, I know this whole thing might seem petty. I mean, a little. I just don't want people to get in over their heads, you know? Here's something for your trouble. 50! Hallo? Vielleicht hätte der andere mir viel mehr bezahlt. If your grandma is anything like my abuela, she won't let you forget to eat. Abuela took offense if we didn't eat at least one full plate whenever we came over. Oh, one time, my sister's boyfriend said he wasn't hungry. Abuela talked such trash about that poor boy that she dumped him the next week. Oh, der Arme. Ja, ich meine, das ist schön, dass wir jetzt bei ihm... Haben wir mit dem, doch mit dem Bäcker haben wir doch heute Morgen gesprochen, oder? Mit ihr auch? Mal eben gucken hier. Doch, mit ihr haben wir auch gesprochen. Das ist so, wenn man dann hin und her läuft und dann wieder was anderes macht und dann doch wieder... Das ist so verwirrend irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, also viel können wir jetzt leider nicht machen. Wald lohnt sich jetzt nicht. Wir müssen halt noch darauf warten, dass da das Zeug da hinten, die Erde da fertig ist, der Kompost so.
Und das dauert noch ein paar Tage, denke ich mal, ne? Noch 5 Tage. Na gut, vorher können wir das bei ihm dann auch nicht abgeben. Aber okay, ich meine, mit dir können wir jetzt nicht mehr reden, ne? Nö. Ja, Oma, ich würde sagen, 5 Uhr nachmittags, ich bin total müde, ich gehe schon mal ins Bett. Euch wünsche ich jetzt mal keine schöne Nacht, weil hier haben wir tatsächlich gerade kurz nach 5. Aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag bei allem, was auch immer ihr gerade macht. Und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Should I go to bed?